Krippenuschi. Kenne ich. Dann lernt er jetzt kennen. Jeder Mann im Dorf kennt die Frau, die sich selbst Uschi nennt. Sie ist Frau Merkels Allzweckwaffe. Wenn andere scheitern, kann sie es schaffen. Als Ministerin flexibel, arbeitet sie sehr penibel. Was sie macht, das macht sie richtig, ist für Merkel so sauwichtig. Im Kabinett von Angela war sie erst für Familien da. Selbst 7 Kinder hat sie schon. Uschi, Gebärmutter der Nation. Ihr Hauptprojekt mehr Krippenplätze, sie tut durch Kindergärten Hetze und tat mehr Krippenplätze erfinde. Was fehlt, sind jetzt Erzieherinnen. Das Problem, ich glaube, das wisst ihr, klären Arbeits- und Sozialminister. So wechselt Uschi, kein Mysterium, in das Arbeitsministerium. Ihr Hauptprojekt als Abgesandte mehr Krippen-Kindergartentante, das klappt nur mittel, wie man hört, das Lohnniveau des Jobs empört. Dazu werden Kinder nicht charmanter, im Gegenteil nur militanter. Fast täglich gibt's nur auf die Fress, die Medizin nennt's ADS. Militante im System, Uschi bekämpft auch das Problem. Die Uschi wurde neu verteidigt, seitdem nun sie das Land vereidigt. Umgekehrt.